ist Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Die Weihnachtszeit naht heran und ich dachte, ich mache ein kleines DIY-Kartentutorial. Und zwar habe ich ja jedes Jahr so ein bisschen was Weihnachtliches, weil ich es auch schön finde, zur Weihnachtszeit immer was selber zu machen. Und ich habe diese kleine Karte hier eigentlich komplett selber gemacht, außer hier den Kreis, den ich ausgestanzt habe. Aber die Zuckerstangen hier sind selber gezeichnet und selber ausgemalt. Und es war wirklich nicht schwer. Also zuallererst habe ich mir eine kleine Vorlage gemacht, damit meine Zuckerstangen alle die gleiche Größe haben. Und nachdem ich meine Vorlage ausgeschnitten habe, habe ich Aquarellpapier genommen. Das hier ist das Arches Aquarellpapier. Ihr könnt dickeres Papier nehmen, das funktioniert auch. Und der nächste Schritt ist, diese Zuckerstange hier drauf zu zeichnen. Und zwar ist das hier ein kleiner Geschenkanhänger. Ich überlege gerade, ich denke, ich mache die Zuckerstange so herum. Und zwar habe ich auch auf der Karte die Schablone ab und zu umgedreht, einfach damit die Zuckerstangen nicht immer in die gleiche Richtung weisen. So, nachdem sie aufgezeichnet ist, müsst ihr ja die Linien einfügen. Und da hatte ich einige Probleme mit. Anscheinend ist es nicht so einfach, gerade wegen dieser Kurve hier. Und für mich hat es dann funktioniert, wenn ich die Kurve als erstes eingezeichnet habe, als eine Art Keil. Und dann bin ich in schrägen Linien die Zuckerstange weiter runtergegangen. Und hier habe ich die Linien weitergeführt. Es ist nicht schlimm, wenn die Abstände nicht 100% korrekt sind. Es ist selbst gezeichnet und das ist die Hauptsache. So, dann habe ich meine Bleistiftzeichnung mit ein bisschen Knetradiergummi aufgehellt. Und jetzt habt ihr zwei Varianten oder sogar drei. Ihr könnt das Ganze mit Buntstift ausmalen. Das funktioniert auch, indem ihr eben den Rand mehr betont und die Mitte wie hier ein bisschen heller lasst. Ein helles Grau und ein schönes Rot. Dann könnt ihr dazu auch Aquarellfarben nehmen. Das habe ich hier zum Beispiel gemacht. Das war so meine Probe. Und mit Aquarellfarben hat das auch super funktioniert. Und die dritte Variante, für die ich mich entschieden habe, ist mit Brush Pens. Und zwar habe ich hier die Coloria Nylon Brush Pens und damit hat das wunderbar funktioniert. Ich fange mit Grau an, weil das meine hellere Farbe ist. Und dann würde ich nicht ja das Rot quasi verwischen, wenn ich das schon vorher aufgemalt habe. Und ja, fangen wir einfach mal an. Ich umrande und lasse die Mitte frei. Das Ganze könnt ihr auch übrigens mit Aquarellstiften machen. Also es gibt vier verschiedene Möglichkeiten. Super easy mit dem, was ihr zu Hause habt. Wenn ihr euch nicht traut, diese Zuckerstangen freihand zu malen,
gibt es bestimmt Vorlagen im Internet, die ihr ausdrucken könnt, ausschneiden und benutzen. Das sollte auch eine Option sein. Oder ihr pauscht das ab von Geschenkpapier, wenn ihr welches habt. Die haben ja auch manchmal Zuckerstangen drauf oder wenn ihr irgendwelche Vorlagen mal in einer Zeitschrift oder in einer Zeitung seht. Wenn ihr das Grau fertig habt, bei den Brush Pens auf jeden Fall, nehmt ihr einen Pinsel. Ich habe hier einen Wassertankpinsel, aber ein normaler Pinsel macht es genauso. Und mit ganz wenig Wasser die Linien einfach sanfter malen und ein bisschen die Mitte ausfüllen. So, wenn ihr die Aquarell-Wasser-Variante gewählt habt, lasst ihr das Ganze für ein paar Minuten trocknen, sonst würden die Farben ineinander bluten. Wir sehen uns gleich. So, nach dem Trocknen geht es weiter mit dem Rot. Da machen wir exakt das Gleiche. Fertig ist unsere Zuckerstange. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Reinschauen und ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit und bis zum nächsten Video. Tschüss!